Hard Line. Ein sicherer Kommunikationsweg. Anweisung zur Hard Line. Objekte der Macht.
sich in alles hier reingegraben. Ist das zwischen dein Feind? Gut, es ist unser Feind. Dieses Geräusch ist ansteckend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Können Sie mich hören? Gehören Sie zu uns? Zur Behörde? Sind Sie noch bei Verstand? Bitte reden Sie mit mir. Wir sahen Sie mit den verlorenen Agenten. Kann ich rauskommen?
Was bin ich wohl, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jesse Faden. Nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh, shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment, wir kommen raus! Direktorin Faden? Nennt mich Jesse. Okay, Jesse. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses... Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Ach, entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem... Und ich weiß, das klingt verrückt. Erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern. Das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach, ich kann nicht mal... Ach, Jesse, ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst... Kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also, ja, die Infizierten heilen? Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihrer Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Okay. Bist du dabei? Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Thank you.
hat nicht geklappt. Das Zischen sitzt zu tief. Es ihnen herauszureißen, zerstört sie. Jesse, hier drüben. Wir brauchen einen Plan, Jesse. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jesse. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Caspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was er auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagt, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Neu für dich, also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Folge den Schildern zum Postraum. Durch ihn kommst du zur Hotline-Isolationskammer. Viel Glück, Jesse. Komm zurück, wenn du die Hotline hast. Danke, Emily. Die Hotline sollte in der Kommunikationsabteilung sein. Wo kommt das Zischen her? Ich bin nicht sicher. Du meintest, das Zischen war hier, als du reingekommen bist? Hast du auch draußen sowas gesehen? Nein. Nein, nur drinnen. Dann kommt es von innen. Das älteste Haus ist ja so ein weitläufiger Komplex, der
Durchgänge zu anderen Orten hat. Ich wüsste nicht, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Aber andererseits sind das gute Neuigkeiten. Die Quarantäne hält. Wenn das Zischen aus dem Gebäude ausbricht, wäre dies das Ende. Die Welt da draußen mag ziemlich beschissen sein, aber das Zischen sollte sie trotzdem nicht zerstören. Da stimme ich dir zu, Emily. Du hast gesagt, das älteste Haus. Was ist das? Dieses Gebäude, das Hauptquartier der Behörde, das älteste Haus, ist ein Ort, der sich ständig verschiebt. Du siehst ja, es überschreitet physikalische Grenzen. Ich war schon öfter in New York. Wie konnte ich es übersehen? Das ist eine Eigenschaft des Gebäudes. Das hier ist ein Ort der Macht. Das älteste Haus mag keine Aufmerksamkeit. Man findet es nur, wenn man gezielt danach sucht. Was für uns perfekt ist. Was wir hier tun, ist äußerst wichtig, aber nicht sicher. Die Behörde mag kein Aufsehen, also brauchen wir starke Wände, damit nichts nach außen dringt. Ohne dich hätte ich also die Eingangstür niemals gefunden. Okay. Dieser Trench. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Ist er ein Geist? Verfolgt er mich? Vermutlich kein Geist im herkömmlichen Sinn. Ein Echo vielleicht. Wenn er durch die Amtswaffe getötet wurde, deine Waffe, sind es vielleicht seine letzten Gedanken, die von der Kugel aufgezeichnet wurden. Wie eine Weltraumsonde, die Daten sendet. Das ist nur eine Hypothese von mir. Ich bräuchte die Waffe, um mehr zu erfahren. Aber unter den Umständen behältst du sie wohl besser? Ich denke, das werde ich. Ja. Kannst du mir sagen, was genau ein Objekt der Macht ist? Das ist alles, naja, neu für mich. Keine Sorge, ich erkläre die Grundlagen. Objekte der Macht sind weltliche Gegenstände, denen paranatürliche Energien innewohnen und die eine Verbindung zur Astralebene haben, wodurch sie kontrolliert werden können. Das unterscheidet sie von gewandelten Objekten, die zwar paranatürliche Kräfte haben, doch unberechenbarer sind und nicht im para-utilitaristischen Sinne gebunden werden können. Verstanden? Kann sie das auswendig? Verstanden. Danke. Also verhindern HRV den Befall durch das Zischen? Scheint so. Bis vor ein paar Wochen, als Dr. Darling sie verteilt hat, hatte ich noch nie von einem HRV gehört. Ich habe meinen sofort analysiert. Er sendet eine starke Frequenz über kurze Distanz aus. Viel stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Kommt dir der Zeitpunkt nicht verdächtig vor? Doch, sicher. Dr. Darling enthüllt seine neuesten Entdeckungen normalerweise in aufwendigen Präsentationen. Die HRV hat er nur verteilt. Ich frage mich, was genau er wusste. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid.